Zurück in die Stadt und wieder Heiltränke kaufen. What ails you, my friend? Die legen wir sicherheitshalber mal ab. Warmth of life has entered my team. Prepare yourself to save my master for eternity. Keinen Sinn, deswegen lade ich. Wir sind nicht stark genug für Leoric. Definitiv nicht. So, hier ist alles repariert. Das heißt... ist, wir können einfach aus Leorics Gruft abhauen, ohne... I sense a soul in search of answers. Dass uns folgen kann. Das heißt, wir werden erstmal Ebene 4 machen. The warmth of life has entered my tomb. Prepare yourself, mortal. Serve my master for eternity. Und hoffen, dass wir eine bessere Rüstung finden. Und Hilfe. Vielleicht ein Heilzauber. Ach doch, hier waren wir ganz fertig. Das war nur so was. Ja, Leoric. Autsch. Gucken wir uns lieber Ebene 4 um. Da hat der RNG was Tolles erfunden hier. Die Türe, die einfach irgendwo hinführt. Wo man auch so hinkommt, ohne Tür. Oh, kleine Missbücher. Und ja, ich kann mir echt vorstellen, dass sie Leoric für Hellfire gebufft haben, weil so extrem schwierig hatte ich den jetzt nicht in Erinnerung. Eigentlich auch nur, soweit ich weiß. Oh, wieder kleine Spaß. Aber hier oben ist eine Sackgasse erstmal. Okay, der Schrein ist einsam hinter dieser Tür. Hm.
Power of Mana. Hat sich jetzt unser Mana erhöht? Ja, Pathfinder Normal Mode, okay. Oder hat sich unser Mana regeneriert? Ich sehe nicht, dass sich hier was geändert hat. Und hier ehrlich gesagt auch nicht. Versteinerungskontrolle wäre nicht schlecht, ganz ehrlich. Dann könnten wir Leoric versteinern, der könnte sich nicht wehren, während wir. Und ja, ich habe es ja extra so gewollt. Hab drei oder viermal Game gemacht, um Leoric zu kriegen. Also werden wir Leoric auch irgendwann töten. Da wäre Stone Curse. 33 Magic. Ah, noch ein Level ab. Könnten wir das wieder haben. Okay, dann sieht es aus, als ob es in den größeren Raum geht. Aber hier drüben haben wir uns alles schon angeguckt, ja. Das heißt, jetzt mal hier alles abklappern. Tach. Well, come on. Story. Praises to Diablo, Lord of Terror and survivor of the Dark Exile. When he awakened from his long slumber, my lord and master spoke to me of secrets that few mortals know. He told me the kingdoms of the high heavens and the pits of the burning hells engage in an eternal war. He revealed the powers that have brought this discord to the realms of man. My lord has named the battle for this world and all who exist here the Sin War. Jo, ein verrückter Diablo-Anhänger hat vor Diablo erfahren, dass Himmel und Hölle Krieg führen, den Sin War, hier um diese Welt und bla bla. Den Rest kennen wir ja schon. Also nicht wirklich was Neues. Seba. Oh ja. I cannot carry any more. Skalke, die wir nicht brauchen.
Her mit der Robe. So, her mit dem Gold. Und das ist Notzbill. Hey! You that one that kill all! You get me magic banner or we attack! You no live with life! You kill big uglies and give back magic! Go past corner and door, find uglies! You give, you go! Mhm. Master! Ja, also er versperrt mir den Weg nach Level 5 und sagt, ich soll ihm einen Banner von nebenan, von dem fetten, hässlichen besorgen. Und damit ist Ogdens Sign gemeint, also Ogdens Schild. Das machen wir aber erstmal noch nicht. Wir gehen erstmal hier rein. Kloppen alles, was es hier noch gibt. Oh, den Mann. Also hier unten. Schild zurückgeben. Also auch den sein Schild zurückgeben mit dem Dämon. Ring. Das ist doch mal was Schönes. Mal gucken, ob wir in dem Playthrough auch mal ein Amulett für den Hals finden. Das haben wir ja im ersten Playthrough auch nicht geschafft. Oh, eine Bücherei, das ist auch schön. Where would I put this? Genau auf den leeren Platz. So, jetzt haben wir den Healing Spell. Yay. Hier ist nichts drin. Genau, den Raum auf der Seite von der Tür. Der fehlt uns noch. Blacksmith Oil. Ist okay. Hier außerhalb ist sonst nichts mehr. Da drin sind. Die freundlichen Gesellen. Ja, noch ein Problem mit Leoric, was mir gerade so einfällt. Er hat Life Leech. Das dürfte ihn auch einiges schwieriger machen. Guten Tag. Hallo. Jemand zu Hause? Ah. Oh, sauber.
Dex Smith auf. Au. Also ja, wäre da wirklich schön, wenn der Ring auch was Praktisches kann dann. Hier ist nichts. So, das heißt, wir verprügeln die Fat Dummies. Oder Big Dummies. Big Uglies, genau. Die großen hässlichen. Ja, ja, ich wollte eigentlich die Potion of Mana, die hier rumliegt. So, wir haben langsam unser Gold wieder drin, das wir bei Leoric gemacht haben. So, noch eine Mana Potion. Und das hier sind die Big Agnes, die Overlords. Man merkt, im Treffen sind sie nicht so gut, aber wenn sie mal treffen, tun sie weh. So, jetzt haben wir das große Problem. Wohin mit dem Ding? Das Problem ist, sagt das Sein ist 6 Felder groß. All das wieder aufheben, was hier so rumliegt, nachdem wir bei Okt waren. Ach, wie nett, der Altar vorhin hat unsere Stäbe wieder aufgeladen. So. Hey Okten, ich hab hier dein Schild. Oh, we didn't have to bring back my sign, but I suppose that it does save me the expense of having another one made. Well, let me see. What could I give you as a fee for finding it? What have we here? Oh, yes. This cap was left in one of the rooms by a magician who stayed here some time ago. Perhaps it may be of some value to you. Oh, Harlequin Quest hat er mir jetzt gegeben. Hello, my friend. Stay a while and listen. Identifizieren wir mal alles. Harlequin Quest, Armor Class minus 3. Minus 1 Damage, alle Attribute Hitpoints Mana. Das heißt, unsere Armor Class ja, die standardmäßig 33 ist, ist dann nur noch 30. So. Wing of the Vulture. Nutzlos, yay. Ja, ist zwar schön, dass da Harlequin Quest das zwar auf alle Attribute macht und so, aber die 8 Rüstung. Wow, what can I do for you? Ring of Vulture ist nämlich nicht viel wert. Harlequin Quest ist viel wert. Orb of Evil ist auch viel wert. Harlequin Quest bin ich mir genauso wenig sicher wie bei der Thinking Cap.
Gut. Dann würde ich sagen, an der Stelle speichern wir mal lieber. Und machen erstmal einen Cut. Also, bis gleich.